Der Winter in Deutschland ist lang und grau, außer man ist in Berchtesgaden. Hier erwartete uns ein wunderschönes Winterwunderland. Ganz spontan haben wir entschieden, hierher zu fahren und haben es keine Sekunde bereut. Wir nehmen euch mit und zeigen euch, was wir an einem verlängerten Wochenende im winterlichen Berchtesgaden alles erlebt haben. An unserem ersten Morgen möchten wir den rot angestrahlten Watzmann sehen und fahren hierfür an die Maria-Gern-Kapelle, denn diese liegt oberhalb des Nebels. Auf dem Weg zurück nach Berchtesgaden kommen wir an wunderschönen Aussichten vorbei, wo sich das Anhalten lohnt und wir immer den schönen Blick auf den imposanten Watzmann haben. Als sich der Nebel langsam verzieht, ist der Watzmann auch oberhalb von Berchtesgaden zu sehen. Die führende Linie der Straße kombiniert mit Berchtesgaden im Mittelgrund und dem imposanten Massiv im Hintergrund ist ein wunderschönes Fotomotiv. Nach dem morgendlichen Ausflug fahren wir zurück ins Hotel, um zu frühstücken. Danach wärmen wir uns im Hotelpool auf, von wo aus wir ebenfalls den Blick auf den wunderschönen Watzmann und die Umgebung haben. Nachdem wir wieder aufgewärmt sind, machen wir uns nochmals auf den Weg, um das schöne Wetter zu genießen und Fotos zu machen. Auf dem Weg zum Hintersee halten wir kurz in Ramsau an. Danach machen wir einen Spaziergang um den Hintersee. Das Wetter ist grandios und es weht kein Wind. Daher spiegeln sich die Bäume und Berge wunderschön im glatten See. Hier ist es gerade so schön, dass wir bis zum späten Nachmittag bleiben, wenn die Sonne tief steht und die Umgebung in warmes Licht taucht. All I ever was, afraid to take the plunge. I heard too many things, I prayed that they were wrong. But I'm still happy now, just think of what could be. Am nächsten Morgen sind wir mit Steffi und Andi verabredet. Gemeinsam machen wir eine Schifffahrt über den Königssee bis nach St. Bartholomä. So früh am Morgen ist der Königssee noch in Nebel getaucht, was die ganze Umgebung verschlafen wirken lässt. Und ehrlich gesagt haben wir genau auf diese Stimmung gehofft. My life is killing me. Help. In St. Bartholomä angekommen, machen wir einen gemütlichen Spaziergang entlang des Seeufers und durch den Wald. Stuff that you bought in town and on the come down, smoke in the cloud. Im Laufe des Spaziergangs lichtet sich der Nebel und der Blick auf die wunderschönen Berge wird frei. Eigentlich hatten wir gehofft, Rotwild bei der Wildtierfütterung zu fotografieren, doch leider waren sie zu weit weg. Als wir zurück im Dorf angekommen sind, ist der Nebel komplett verzogen und die Sonne scheint. I love my 2 hours sleep, 'cause it can help me keep a little sanity while I'm counting sheep. Fucking around with this ground, up white stuff that you bought in town, and on the come down, smoke in the cloud, all of these deep. Die Fahrt zurück über den Königssee wirkt bei strahlendem Sonnenschein wieder ganz anders und wir genießen die Wärme auf unserer Haut.
Zurück am Seeufer angekommen, wird das Licht schon langsam wieder wärmer und wir beschließen, die 15 Minuten zum Aussichtspunkt Malerwinkel zu spazieren. Auf dem Weg zurück in das Hotel machen wir noch einen kurzen Abstecher zur Kirchleitenkapelle, von wo aus wir nochmal einen wunderschönen Blick über Berchtesgaden und auf den Watzmann im Hintergrund haben. Am nächsten Morgen verabreden wir uns wieder mit Steffi und Andi zum Frühstück. Dann fahren wir zur Jännerbahn. Wir möchten über den Nebel kommen und nehmen dafür die erste Bahn hoch auf den Jänner. Schon auf der Bergfahrt haben wir geniale Aussichten in das Tal. Auf der Fahrt müssen wir uns ständig entscheiden, ob wir die Aussicht mit den Augen genießen oder doch lieber mit der Kamera festhalten möchten. Oben angekommen haben wir ein wunderschönes Panorama mit Blick auf Berchtesgaden und den Königssee, welche unter einer dicken Nebeldecke liegen, durch die wir am Morgen zuvor noch gefahren sind. Auch das sieht von hier oben wunderschön aus. Wir genießen die Sonne und den grandiosen Ausblick auf der Terrasse bei einem Skiwasser und möchten am liebsten den ganzen Tag hier oben bleiben. Auch die frechen Dohlen scheinen die Sonne zu genießen und gesellen sich zu uns, was wir gleich für ein Fotoshooting genutzt haben. Als unsere Gesichter schon ganz rot von der Sonne sind, schaffen wir es, uns von der Aussicht loszureißen und fahren wieder nach unten, denn wir haben heute noch mehr vor. Auch bei der Fahrt nach unten genießen wir die Aussichten, die ohne den Nebel auch nochmal ganz anders wirken als am Morgen. Auf dem Weg zu Steffi und Andi fahren wir die Rossfeld-Panoramastraße und kommen an verschiedenen hübschen Orten vorbei. Dann geht schon früh die Sonne wieder unter und wir fahren zurück ins Hotel, um uns in der Sauna aufzuwärmen. An unserem letzten Morgen in Berchtesgaden fahren wir nochmals zum Zauberwald. Der verschneite Wald sieht hier einfach märchenhaft aus. Wir versuchen auch hier unser Glück, das Rotwild bei der Fütterung zu sehen. Doch auch hier ist kein Rotwild da und so geht es für uns weiter nach Hause. Die lange Rückfahrt etwas zu entzerren, beschließen wir einen kleinen Abstecher im Allgäu zu machen, um das verschneite Schloss Neuschwanstein zu sehen. Wir hoffen, euch hat unser Ausflug nach Berchtesgaden gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen.